Au. Aha. Jetzt verstehe ich, wie ich in diesen schönen leeren Raum kam. In Wirklichkeit liege ich unter der Lama-Statue und bin bewusstlos. Wie schön. Wie ruhig. Wie weiß. Hier bleibe ich. Oh nö. Andy, du hast noch was zu erledigen. Ein für alle Mal. Ihr habt mich in ein hässliches Kostüm aus Plastik gesteckt, unter dem man ganz schrecklich schwitzt. Ihr habt mich durch die halbe Welt gejagt, mich aus Flugzeugen gestoßen, durch Fensterscheiben geworfen und in der Zeit zurückreißen lassen, wo ich immer schlimme, sehr schlimme Dinge sehen musste. Das war wirklich sehr traumatisch. Ihr habt meine Warnungen in den Wind geschlagen, mir ein Jack-Kostüm verpasst und mich unter einer Lama-Statue begraben. Jetzt reicht's. Ich werde nicht noch etwas zu tun haben. Außer diese gleichmäßigen weißen Wände anstarren. Jetzt kommt ihr mir wieder mit den Emotionen, ja. Die übrigens viel zu wenig vorkamen in diesem Spiel. Emotion Spaß, Emotion Liebe. Tür. Eine Tür? Wo die wohl hinführt? Ich will's gar nicht wissen. Sieht nach Ausgang aus. Das sieht gut aus, ob ich mir das mal näher ansehe. Was das wohl sein mag? Sieht jedenfalls nach Spaß aus. Aber ich bin leider viel zu romantisch für Spaß. Naja, einmal ist kein Mal. Ach, wenn wir die Möglichkeit haben, Liebe und Spaß ist auch schön. Dumm die dumm. Dann schauen wir mal. Dumm die dumm die dumm die dumm die dumm. Können wir das kombinieren? Was ist das? Liebe und Spaß ergibt Freundschaft. Ich werde das jetzt einfach mal süß finden und keine abfälligen Bemerkungen darüber machen. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Andy, soll ich deinen Sturz mit meinem Körper abfedern? Manchmal ist es irgendwie auch rührend. Keiner darf loslassen! Und manchmal fühlt es sich auch an wie... Sieh positiv. Jetzt können wir alle gemeinsam in die Badewanne. Yippie! Badewanne! Yay! Zu Hause. Ja, ich weiß. Die beiden Bekloppten sind manchmal sogar ganz nett. Trotzdem, warum mache ich das nur mit diesen beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Stimmt. Mist. Ich muss zu ihnen. Vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Nein, nein. Nein. Doch. Muss gerade noch jemand an diese wunderschöne Weihnachtsfolge denken. Wo er den beiden sogar Geschenke gemacht hat. Das war so rührend. Komm, Berndi. Flucht nach vorne. Es geht weiter. Ach, kann ich's mir nochmal überlegen? Ich wäre doch gerne wieder in diesem angenehmen weißen Raum. Und, oh, na gut, dann mal los. Wie kriege ich die Statue von mir runter? Das Inventar ist wieder so voll. Okay, Hey, Lama. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Komm. Ey, das klappt auch bei Spider-Man. Mit der Kraft der Freundschaft einfach mal. Du kannst ja auch hebeln. Das funktioniert. Scheiße. Ich meine Mist. Das hast du... Hallo? Ich will endlich diesen... Das funktioniert. Verdammten... Menno. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Gar keine. Das hast du nicht gerade... Was kann man denn mit dem Jagdkostüm machen? Klebeband? Nö. Ponchos? Nö. Halber... Nö. Leere Dose. Das funkt... Und ich dachte, wir wären durch. Dieser Optimismus. Ich hätte gerne, Das hast du nicht geraten.
Wie mache ich dieses verdammte Ding sauer? Es muss gegen mich gegenrennen. Herr Lama? Hallo? Spieler? Das funktioniert. Das hast du nicht. Ich versuch doch mein Möglichstes, mein Guter. Nein, ich muss doch irgendwas gehen. Verdammt. Okay, Punkt 7. 8, 9, 10, 11. Okay, das Spiel ist wahrscheinlich noch überhaupt nicht vorbei. Wie kriegt man so eine verdammte Statue von einem runter? Das Hebeleffekt. Nein. Das hast. Hallo? Mir muss echt was entgangen sein, das. Honk. Okay, Flaschendeckel. Cola-Box. Schild. Cola-Box. Absperrhütchen. Ich gehe davon aus, wenn das Lama irgendwo hinspuckt, wird es hier überall abprallen und die Statue von mir runterschießen. Nur wie bringe ich das Vieh dazu? Das funktioniert. Ich benutze jetzt alles, was ich habe mit dem Ding. Das hast du nicht gerade. Doch. Hallo? Das funktioniert. Probieren geht über Studieren, Bernd. Hallo? In dem Fall ist das echt meine Güte. Das hast. Doch. Hallo? Deswegen will ich ein leeres Inventar haben. Das hast du nicht Wofür ist dieser verdammte Sirup? Der muss doch für irgendwas gut sein. Hallo? Das Das hast. Okay, mit dem Viech da kann ich gar nichts machen. Hallo? Hallo? Ja, jetzt geht das wahllose Kombinieren los. Ich gerate in Panik, eine Statue steht auf mir. Hallo? Was? Ich wirke hektisch? Nö. Das hast du nicht. Hallo? Los, Bernd. Motivier dich. Motivier dich. Hallo? Wieso kann ich mit dem Vieh nicht reden? Wenn das drin wäre, wäre das alles einfacher. Wie redet man mit so einem Lama? Was sagt so ein Lama? Das funktioniert so. Das hast du nicht. Doch. Hallo? Ich bin ja fast versucht, wieder offscreen weiter zu probieren, weil ich gerade absolut keine Ahnung habe. Ein Baum. Was könnte man mit dem Baum machen? Nichts. Das hast du nicht. Hallo? Bernd, ich wäre gerade wirklich gerne in deine Situation, weil dann wüsste ich, was ich kann und was nicht. Das mit dem Rumprobieren, das bringt einem gerade überhaupt nichts. Okay, wahlloses Kombinieren. Hallo? Okay. Einmal nichts. Hallo? Was? Ich hab das Zeug wieder auseinandergebaut. Kaputtes Grundsophon. Warte, das kriege ich wieder zusammen. Und zwar hier. Heile Segen. Wie kannst du das eigentlich unter dem Ding da zusammenbauen? Ach, egal. Ach,
wenn sich doch alle Probleme mit einer Horde Wikinger lösen würden. Dann wäre die Welt ein besserer Ort, voller Wikinger. Also, was ist hier passiert? Und wo sind meine Freunde? Ich sollte jemanden finden, den ich fragen kann. Hallo Bernd! Wir, die Entwickler, haben gerade ein neues Feature für dich entwickelt. Klicke auf den Globus rechts in der Inventarleiste und du kannst reisen, wohin du willst. Also, wenn du die goldene Traveler-Karte hättest. Tschüss, ich leg mich wieder hin. Der Blick, gerade. Der Blick war super. Welcher Globus? Ich weiß jedenfalls, wie ich die Traveler-Karte kriege. Das ist keine gute Idee. Noch jedenfalls. Na gut. Eine Cola. Ein Flaschendeckel. Wer die wieder hat rumliegen lassen. Noch eine Cola-Box. Noch eine Cola-Box. Das Absperrhübchen. Nimm das bitte mit. Geht nicht. Das ist ein Baum. Toll. Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht. Kron. Kann ich jetzt gehen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Noch jedenfalls. Was willst du denn noch tun, Bernie? Ich will es nicht. Nimm das Absperrhütchen. Wenn du das schon nicht nehmen kannst. Eins weniger wird schon nicht auffallen. Richtig. Kannst du jetzt gehen? Nein. Doch. Wenn ich raten müsste, Budimcic. Aber erstmal meine silberne Traveler-Karte. Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Na komm, Bronze sieht doch irgendwie Gold aus. Oh, habe ich den Universalschlüssel noch? Ah ne, der ist abgebrochen. Mist. Habe ich das Horn noch? Auch nicht. Mist. Das funktioniert so nicht. Hey, Herr Lama. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Könnte ich etwas Spucke haben? Das hast du nicht gerade wirklich. Ja, okay, vielleicht lieber mit der Cola-Flasche. Hallo? Ich will mir jetzt eine Cola aus dem Sirup mixen. Das funktioniert. Dem werde ich noch einen jacken, sage ich dir. Kann ich mich eigentlich verkleiden? Das hast du nicht gerade. Hallo? Der sein können. Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht gerade. Hallo? Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. Öffne sie doch mal, vielleicht geht das ja. Ohne klopf, Schlüssel. Klopf. Geh weg! Was machen Sie da drin? Das ist mein Versteck. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Frag doch jemand anderes. Ich wusste es. Er will Geld. Wer hätte das gedacht? Du nur. Ich bin bettelarm. Wer könnte Geld haben? Und du kannst mich mal, du Wegelagerer. Dass der den politischen Umschwung überlebt hat, war ja vorauszusehen. Was haben Sie da eigentlich auf dem Kopf? Verehrtes Lama, ich versichere Ihnen meine volle Loyalität. Wo es Recht hat, hat es Recht. Guten Tag, darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem... Spucke? Hey Budimcic. Klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas Kleingeld für mich? Nein, ich leide schon genug an Durst. Und Unterzuckerung. Wenn ich Ihnen etwas zu trinken spendiere, haben Sie dann etwas Kleingeld für mich? Naja,
Also, gut. Weißt du was, ich brauche gar keinen Lama dafür. Wollte Herr Wachtmeister Budimcic nicht Cola? Er hat sowas Ähnliches erwähnt. Endlich kann ich diesen... Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Geh mal weg. Das hast du nicht gerade... Warum nicht? Hallo? Das funktioniert... Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Leere Colaflasche. Hallo? Okay, wir gehen jetzt jeden Cola-Kasten absuchen. Mist. Oh, die Lamas haben aber eine Menge koffeinhaltige Brause auf ihre Weltherrschaft getrunken. Was das ausrichten kann? Herzrasen, Bluthochdruck, klebrige Spucke. Igitt. Also ich möchte kein Lama sein. Das kann ich bestätigen. Seit ich meine Cola abgesetzt habe, ist mein Herz viel ruhiger. Müsste man drüber nachdenken, wenn ihr dauernd Verfolgungsängste habt. Die Lamas haben aber einen Kopf. Setz die Cola ab. Ist ein guter Anfang. Das coole Nebenprodukt von dem Ganzen, also die Nebenwirkung, ist, dass die Cola auch wieder funktioniert nach einer gewissen Zeit, wenn man dann doch mal wieder eine trinkt. Das funktioniert. Das hast du nicht gemacht. Hör doch mal bitte auf, mich zu verarschen, Berndi. Budimcic will Cola. Hallo? Gebe Budimcic Cola. Eine leere Cola-Flasche. So. Kronkorken. Führ auf die Cola-Flasche. So. Brauner Cola-Sirup. Desillusionierend. Also fehlt noch Wasser und ein bisschen... Nur woher das Wasser nehmen? Das funktioniert so. Brauner Cola. Ich finde es sehr faszinierend, dass ich prinzipiell immer erst ans Lama denke und nicht an den Brunnen. Das hast du nicht gerade. Was soll ich denn sonst versuchen? Die Lampen jemals wichtig wären? Springbrunnen. Dann stellen wir mal Cola her. Echt jetzt? Du musstest also öffentliches Eigentum komplett verseuchen und konntest nicht einfach das Ganze in der Flasche zusammenmixen. Na dann, Prost. Wirk. Hallo? Okay, ist offenbar egal, ob die zu ist oder nicht. Herr Budimcic, ich verkaufe Cola. Oh, Cola! Danke, Herr Brot! Hier ist mein restliches Kleingeld. Jetzt kann ich endlich meinen Durst löschen. Moment, davon bekommt man ja noch mehr Durst. Naja, egal. Wie viel ist denn das? Hier, du Verbrecher. Oh, ich muss wohl wieder übersetzen. Nicht so schnell. Ah, dann. Okay. Blume. Seil. Imaginäre Glasscheibe. Was? Das Schaf und der Busch sollen im Lama-Vulkan geopfert werden. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen? Das geht zu weit. Ja, sie sind manchmal etwas dümmlich. Ja, sie haben mich in ein nicht atmungsaktives Kostüm gesteckt und über den Erdball gejagt. Ja, sie sind die allergrößten Nervensägen. Aber es sind meine Nervensägen. Und in einen Vulkan werfen? Das geht zu weit. Außerdem, wenn einer das Recht dazu hätte, dann wäre ich das. Schaf, Busch, ich hol euch da raus. Ich jetzt muss jetzt nach Polovien. Super Bernd. Gut, das heißt, wir brauchen die goldene Karte. Ich glaube, den kläglichen Rest braucht der Pantomime nicht mehr. Ach, auf einmal. Eine goldene Traveler-Karte.